Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem EDA Primetime Magazin. Heute mal ausnahmsweise aus der Trainingshalle bei uns. Hier im Hintergrund wird gerade Fabelhafte Freunde 2 einstudiert. Und Sie können sich freuen auf eine wunderbare Sendung. Bitte schön. Vielen Dank bei der Gelegenheit nochmal an unsere Zuschauerin Vanessa. Sie hat uns daran erinnert, dass wir unbedingt die nautische Stunde zeigen müssen, die eine ganz, ganz besondere nautische Stunde war. Nämlich von Aida Prima, Captain Janauschek auf der Brücke und Stefan Hartmann im Theatrium. Und dann wurde hochgeschaltet zum ersten Mal live von der Brücke. Gucken Sie mal hier. Was macht der Kapitän eigentlich exakt um diese Uhrzeit auf der Brücke? Macht er Hayabubu? Legt er in sein Bett und lässt sich mit Sachertorte füttern? Und wenn ja, wer macht das? Könnt ihr auch jetzt auf der Brücke sein. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, noch nie in der Geschichte von Aida Prima haben wir das getan, was wir jetzt machen wollen. Wir haben einen Kameramann nach oben geschickt mit unserer Kamera, in der Hoffnung, mal ein paar Bilder zu kriegen. Im Zweifelsfall Kapitän Jens Janauschek in Unterhose mit dem Kuchen auf dem Schoß. Wir wissen es nicht. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, kriegen wir ein Bild von... Oh! Meine Damen und Herren, uns und Ihr Kapitän Jens Janauschek! Also mit Sachertorte ist da nichts. Ne? Ich stehe hier oben auf der Brücke, das habe ich natürlich alles mitgehört. So ist das bei einer Live-Übertragung. Ja, Stefan, vielleicht mal einen kleinen Rundgang hier auf der Brücke. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert? Meine Damen und Herren, wollen wir mal machen? Haben wir noch nie gemacht. Gucken wir mal. Ja? Das ist ja unfassbar. Dann kommt einfach mal mit. Da haben wir hier in der Mitte das Navigationssystem. Dann etwas an der Steuerbordseite ist die Kartenplanungsstation. Und da hinten nochmal die gesamten Sicherheitseinrichtungen, wie beispielsweise unsere wasserdichten Türen oder die SMCS, das Safety Management und Kontrollsystem, mit denen wir auf alle Kameras zugreifen können und auch natürlich auf die Wärme- und Rauchmelder. Unser Steuerrad, mit dem das Schiff im Prinzip gesteuert wird, dann auf der Elbe. Und im Multipilot kann man sich vorstellen, ein Radargerät im klassischen Sinne. Sie sehen auch so kleine Dreiecke mit da drauf. Das ist ein sogenanntes AIS, Automatic Identification System. So kann man genau die Schiffe sehen. Wie heißt das Schiff? Wo fährt es hin? Welchen Tiefgang hat es? Ist es ein Schiff mit Gefahrgütern an Bord, ein Passagierschiff und so weiter? Also, und zwar habe ich hier hinten in dem Schrank auch genauso wie der Stefan hier ein wunderbares Mikrofon. Und mit dem Mikrofon mache ich dann natürlich die Durchsagen morgens, abends. Und glauben Sie mir, um 6, ich würde so gerne mal eine Durchsage in Ihrer Kabine machen, wie das Captain Out getan hat. Wir wären, ich glaube, wahnsinnig gerne einmal dabei, wenn Sie live eine Durchsage machen. Jetzt. Jetzt. Also wenn, dann schon aber richtig, oder? Kriegen Sie das unter, wenn ich Ihnen jetzt sage, Herr Kapitän, damit die Leute uns auch glauben, dass wir live sind, können Sie in Ihrer Durchsage das Wort Quietscheentchen unterbringen? Was hast du mit mir vor auf der Bühne? Gar nichts. Wir hören nur zu. Ihr hört nur zu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ihr Kapitän Janauschek hier oben von der Brücke. Ja, es ist im Moment genau 10 Minuten nach um 5. Von jetzt an werde ich dann ins Theatrium kommen und mich Ihren Fragen stellen, die Sie gerne an mich stellen können. Und auf besonderen Wunsch von unserem besten Entertainment Manager, den wir bei Aida haben, soll ich das Wort Quietscheentchen jetzt sagen. Also damit, ich habe es gesagt, Quietscheentchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser Ihr Kapitän Jens Janauschek! Ja, draußen ist es weiter trüb, deswegen ein paar wunderbare karibische Klänge hier und ein paar Bilder von St. Martin, wo Gäste von uns mit einer Brick rausgefahren sind. Richtig Ausflug mit anpacken. Bitteschön. Alle herzlich willkommen auf dem Mercedes. Mein Name ist Floris Juncker. Ich bin der Kapitän auf dem Mercedes. Mercedes ist ein Brick, das heißt, es hat 2 Masten, beide Masten rar getagelt. Die Länge über alles ist 50 Meter, die Breite 7,60 Meter, den Tiefgang 3,60 Meter und die Mastenhöhe ist 35 Meter über die Wasserlinie. Und insgesamt haben wir 900 Quadratmeter Segelfläche, verteilt über 18 Segel und können da eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten mit erreichen. Wenn man so weiter auf der Brücke noch sieht, ist natürlich das Steuer, wo man das Schiff steuert. Und dann sind hier noch so ein paar Instrumentpaneele,
Drehzahl messe, Batteriespannung, Öldruck und so weiter. Schön, Windverhältnisse sind super gut. Und 3 Meter an der Küste entlang ist klasse. Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis, auf See zu fahren, auf dem Schiff zu sein. Die Möglichkeit zu haben, hier in der Karibik immer wieder neue Gäste, neue Leute kennenzulernen und einfach hier schönes Wetter, schön segeln. Viele unserer Gastkünstler kommen ja nicht einmal zu uns, sondern mehrmals, weil es ihnen so gut gefällt. Heike Drechsler zum Beispiel, sie war wieder an Bord und hat mit ihren Gästen zusammen an ihrer Fitness gearbeitet. Gucken Sie mal. Mein Name ist Heike Drechsler, man kennt mich natürlich aus dem Sport. Ich war früher mal Weitspringerin, natürlich auch Sprinterin, Doppel-Olympiasiegerin. Ja, und wir haben heute hier einen tollen Workshop gemacht, einen Laufworkshop. Natürlich auch aktives Gehen dabei, weil ich finde einfach, Bewegung gehört einfach dazu, um einfach ein Stück Lebensqualität zu bekommen. Und neben dem guten Buffet, was man natürlich hier auf der AIDA bekommt, ist natürlich auch Bewegung ganz wichtig. Entscheidend war jetzt natürlich für mich, dass sie halt auch eine gewisse Technik bekommen, wie man jetzt die Arme einsetzt beim Laufen, wie man den Fußaufsatz hat. Und natürlich auch dieses klassische Lauf-ABC darf man nicht fehlen. Das haben halt einfach die Leichtathleten drauf. Das ist unsere täglichen Hausaufgaben immer gewesen, dass man halt Fußgelenkarbeit macht, leichtes Anfersen, ein leichtes Kniehebelaufen. Ja, und dann kann man natürlich auch die gute Muskulatur kräftigen dabei und es macht Spaß. Darum geht es vor allen Dingen auch Spaß. Für mich bedeutet Laufen auch ein Stück Gefühl, jetzt auch rauszugehen, an der frischen Luft zu sein und natürlich auch Alltagssorgen vergessen, Stressabbau. Also man kann alles eigentlich damit ganz gut wegbekommen und so die Endorphine, die springen und vor allem jetzt bei so einem Wetter natürlich sowieso. Ich konnte sehr viele Sachen verbessern und es ist sehr gut, weil ich liebe Leichtathletik. Super, man hat einige Sachen gelernt, die man als Läufer eigentlich immer ein wenig vernachlässigt, was eigentlich aber grundsätzlich ganz wichtig ist. Und wenn es draußen so richtig trüb und ungemütlich ist, gibt es doch nichts Schöneres als eine Reise zu planen. Gehen Sie mal auf www.aida.de oder in Ihr Reisebüro und lassen sich beraten. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitte schön. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Hinter mir laufen weiter die Proben der Woche. Das hier ist der Hase der Woche und für Sie haben wir jetzt die Bilder der Woche. Bitte schön. Waging wars to shave the poets and the beat. I hope it's gonna make you notice. I hope it's gonna make you notice. Someone like me. Someone like me.
looking down at all I see. Das finde ich geil, dass er, das, dass er sich so bewegt. Weiter geht's, okay. Super. Ich muss mal nicht hingucken, ich finde ihn total lustig.